Hallo, ich bin Amon von Tektro TRP. In dem Video zeige ich euch, wie ihr eure Bremsanlage am Bosch ABS-System austauschen könnt. Wir fangen an mit Punkt 1, dem Austausch des Bremssattels. Als zweites tauschen wir den Bremshebel aus. Und zuletzt zeige ich euch, wie ihr die Bosch ABS-Einheit am Fahrrad austauschen könnt. Viel Spaß dabei! Wichtig: Das Bosch ABS-Steuergerät darf nicht leer laufen. Besonders bei Arbeiten am unteren Bereich, also dem Bremssattel und der unteren Leitung, bitte immer erst die Steckverbindung zum Steuergerät entfernen, damit die Ventile geschlossen sind. Der Bremssatteltausch. Beginnen wir mit dem Austausch des Bremssattels. Um die Schnellkupplung besser zu erreichen, entfernen wir zunächst die Abdeckkappe des Sensoranschlusses und ziehen den Stecker ab. Jetzt entkoppeln wir die Leitung, indem wir den Schnellverschluss mit 4 bis 5 Umdrehungen entsichern und die Überwurfmutter durch leichtes Herunterdrücken öffnen. Damit schließen sich die Ventile und die ABS-Einheit kann kein Öl mehr verlieren. Wie die Schnellverschlüsse im Detail funktionieren, beschreiben wir euch in einem separaten Video. Nun kann die Leitung vom Bremssattel abgeschraubt und mit dem neuen Bremssattel wieder an der Gabel montiert werden. Achtet hier bitte auf den korrekten Sitz der Dichtungsringe, damit sie nicht gequetscht werden und sich jeweils ein Dichtring rechts und links vom Banjo-Anschluss befindet. Die Hohlschraube wird mit 5 bis 6 Nm angezogen. Zum Verbinden des Schnellverschlusses muss die Überwurfmutter durch Druck Richtung ABS-Einheit entlastet werden, damit der Stecker seine Position finden kann. Die Überwurfmutter hat keinen Endanschlag und wird mit 4 bis 5 Umdrehungen wieder rausgeschraubt, um die Kupplung zu sichern. Anschließend muss das System entlüftet werden. Hierzu haben wir ein separates Video für euch vorbereitet. Weiter geht es mit dem Bremshebel. Achtung, hier sind ABS-spezifische Hebel verbaut, die an einem kleinen A in der Gravur neben der Modellnummer zu finden ist. Mit einem 8 mm Gabelschlüssel lösen wir zuerst die Hohlschraube und ziehen die Leitung aus dem Bremshebel. Der Hebel kann nun vom Lenker demontiert werden. Dann befestigen wir den neuen Hebel am Lenker. Für eine neue Stützhülse und Olive kürzen wir die Leitung etwas. Die Hohlschraube kann wiederverwendet werden. Bei der Montage drücken wir die Leitung in den Bremshebel und führen die Olive beim Einschrauben der Hohlschraube mit ein, damit sie ihre Position selbst finden kann. Entscheidend ist, dass die Leitung in Position gehalten wird und nicht versehentlich etwas herausrutscht. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 5 bis 7 Newtonmeter. Auch hier muss anschließend das System entlüftet werden. Hierzu haben wir ein separates Video für euch vorbereitet. Zuletzt zeigen wir das Entkoppeln der Bremsanlage von der ABS-Einheit. Zu weiteren Details, zum Austausch oder zum Service der ABS-Einheit, beachtet bitte die Anleitung von Bosch und nehmt Kontakt zu eurem Bosch-Service-Partner auf. Um die Schnellkupplungen besser erreichen zu können, entfernen wir zuerst jeweils wieder die Abdeckkappen der Steckkontakte und ziehen die Stecker ab. Dann entkoppeln wir die Leitungen, indem wir die Schnellverschlüsse mit 4 bis 5 Umdrehungen entsichern und die Überwurfmutter durch leichtes Herunterdrücken öffnen, damit das Steuergerät kein Öl verliert. Wie die Schnellverschlüsse im Detail funktionieren, beschreiben wir euch in einem separaten Video. Nun kann die ABS-Einheit entnommen werden. Zur erneuten Montage des Steuergeräts beachtet bitte die Drehmomente und die Anleitung von Bosch. Ist die ABS-Einheit wieder an der Gabel montiert, schließen wir die Leitungen mit den Schnellkupplungen und den elektrischen Steckverbindungen in umgekehrter Reihenfolge wieder an. Die Überwurfmutter der Schnellkupplung wird durch Druck Richtung ABS-Einheit entlastet. Achtet bitte sorgfältig darauf, dass die Kupplungen richtig arretiert sind. Die Überwurfmutter hat keinen Endanschlag und wird mit 4 bis 5 Umdrehungen herausgeschraubt, um die Kupplung zu sichern. Eine Entlüftung des Systems ist hier nicht zwingend notwendig, da die ABS-Einheit vorgefüllt und kalibriert ist und durch die tropffreien Schnellverschlüsse keine Luft ins System kommen kann. Ist der Druckpunkt dennoch etwas schwammig, verlinken wir euch noch das Video zur Schnellentlüftung und der Entlüftung des kompletten Systems. Achtung, da die Bremsanlage ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist,
dürfen Arbeiten daran nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Habt ihr Fragen oder Probleme? Meldet euch sehr gerne bei uns. Wir sind immer für euch da. Euer Tektro-Therapie-Team.